Das hat Geschichte geschrieben. Gerade eben ist Alice Weidel vor die Kameras getreten und hat diese Bundesregierung, die Ampelkoalition, in einer Generalabrechnung vollkommen zerlegt. Nach Informationen im Internet prüfen sogar einige Ampelkoalitionspolitiker gerade eben in diesem Moment, ob sie in irgendeiner Form gegen Alice Weidel vorgehen können. Hier wird mal wieder mit den üblichen Totschlagargumenten argumentiert, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, und wir kennen ja das ganze Programm, welches immer dann ausgepackt wird, wenn es unangenehm für die Altparteien wird. Jetzt aber genug geredet, wir schauen nun in dieses brisante Video, lassen Sie davor noch ein Abo da und jetzt schauen wir rein. 3/4 der Deutschen wollen diese Regierung nicht mehr haben. Und was fällt diesen Leuten da oben ein? Sie bleiben an ihren Stühlen kleben. Aus meiner Sicht eine ganz klare Missachtung des Souveräns in Deutschland. Genauso groß ist die Zahl der Deutschen, die hinter den Mittelstandsprotesten steht, die sich gerade auf unseren Straßen abspielen. Und hier trifft Alice Weidel den Nagel auf den Kopf. Entgegen der Behauptung der Altparteien, die natürlich wieder versuchen, die Proteste zu diffamieren, ist es doch so, dass hier die Bürger und die Landwirte auf die Straße gehen. Das hat nichts mit rechtsradikal zu tun oder was wir in den letzten Wochen in den Medien gelesen haben. Würden Sie mir hier zustimmen, dann geben Sie doch einen Daumen nach oben und jetzt schauen wir weiter in das Video. Die Bauern stehen auf den Straßen. Handwerker, Spediteure, Mittelständler, Unternehmer, Gastronomen, sie alle gehen auf die Straße, um gegen die Politik, gegen ihre Existenz im Übrigen, zu protestieren. Und das alles verschwiegen von den Medien, verschwiegen von den Regierungsparteien. Jetzt habe ich eine Frage an Sie und seien Sie bitte dabei ganz ehrlich. Wie häufig haben Sie in den letzten Tagen noch in den Mainstream-Medien über die Proteste der Landwirte gelesen? Diese versuchen ganz bewusst, den Fokus der Öffentlichkeit weg von diesen Protesten hin zu den Anti-AfD-Protesten zu lenken. Dieses falsche Spiel zeigt im Grunde, wie verlogen die Medien in Deutschland sind. Diese Menschen, um es ganz klar zu sagen, sind die Leistungsträger in diesem Land, wie alle Arbeitnehmer hier und Unternehmer, die Arbeitsplätze stellen. Diesen Menschen hat man Respekt entgegenzubringen. Aber was sehen wir von Seiten dieser Regierung? Genau das Gegenteil von Respekt. Statt den nötigen Respekt von den Politikern der Altparteien zu erhalten, werden die Demonstranten diffamiert und als Nazis tituliert. Einzig und allein die AfD unterstützt die Demonstranten bei ihren Protesten. Stattdessen sehen wir eine Diffamierungskampagne sondergleichen gegen diese Mittelstandsproteste, die ja auch plötzlich rechts sein sollen, von rechts unterwandert. Frei nach dem Motto, wird der Bürger unbequem, dann bezeichne ihn als rechtsextrem. Pfui Teufel! Pfui Teufel! Hier muss ich mich wirklich Alice Weidel anschließen und kann nur sagen, pfui Teufel. Wenn Sie das genauso sehen, dann geben Sie dem Video doch einen Daumen nach oben, denken Sie daran, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Video.